Sie mich heute noch ins Theater kommen, gleich an der Kasse sagen Sie, Herr Junke, für Sie ist ein dringender Anruf aus Mainz. Da war der Gerlach am Telefon, Unterhaltungschef beim ZDF, und sagte, seine Shows in Wien werden aufgezeichnet. Keine Live-Sendungen mehr. Man weiß ja nie. Für die Junkes ist es eine glückliche Zeit. Zu Gast bei den höflichen Wienern, im Luxus der Kaiserstadt, haben sie Ruhe vor der Presse. Der Star nutzt die Zeit und nimmt den Song auf, der seit langem sein Lebensmotto ist. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, leg ich mir nen Frack zu oder komm ich vor Gericht. Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu, nie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Da bekam er leuchtende Augen, wenn er in Wien arbeiten durfte. Er mochte den Wiener Schmäh und schon wenn wir in Schwechat landeten, legte er den Berliner Dialekt ab und sprach gleich Wienerisch. Er liebte den Wiener Schmäh und er spürte, wie offen und höflich die Wiener ihn aufgenommen haben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, die Lichter werden ausgemacht und dieser Abend ist vorbei. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Uns das an. Und dann bin ich auch runtergegangen, die Leute gewinkt, wie die denn alle durchfuhren da. Das war ja ein tolles Gefühl eigentlich, nicht? Die Grenzen fallen im November 89. Längst kennt das Publikum aus dem Osten den Junke aus dem Westfernsehen. Nun können sie ihn auch live erleben. Mir ist jetzt ein bisschen Blümeran zumute, das wird er auch verstehen. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht, dass wir uns wiedersehen. Und ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht, dass ich hier auftreten kann. Und ich hätte vor allem nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass ihr zu uns rüberkommen könnt, jederzeit, wenn ihr uns sehen wollt. Applaus.